Nun, meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute gibt's wieder ein Hörspiel. Das heißt, heute gibt's nichts Neues, sondern die Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Kommentare dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Schönen guten Tag. Hallo, mein Mäuschen, wer ist denn da dran? Bitte? Ja, hallo. 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 Ja, also hier ist der Account Manager. Aha. Ja, also Sie haben vor ein paar Tagen Interesse an unser automatisches Handelssystem gezeigt und ja, also Interesse an Ölprofit. Stimmt das? Wollen Sie sich nicht erstmal vorstellen? Also wie gesagt, ich bin Ihr Account Manager. Aha. Und Namen haben Sie nicht, oder? Account. Also Ihr Name ist Account. Genau. Aha. Guten Tag, Herr Account. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Nochmal bitte? Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein, Herr Account? Ja, also wie gesagt, Sie haben circa vor ein paar Tagen Interesse an unser Handelsprogramm gezeigt. Habe ich an das? Wen möchten Sie denn eigentlich sprechen? Ja, Sie haben die Daten bei unserer Webung hinterlassen. Stimmt ja, und wen wollen Sie sprechen? Ja, also, hier ist der Account Manager. Ja, das habe ich aber kapiert, dass Ihr Name Account Manager ist. Aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie scheint es ja bei Ihnen in Ihrem Oberköpfchen nicht zu funktionieren, weil erstens sagen Sie mir Ihren Namen nicht, zweitens sagen Sie meinen Namen nicht und drittens sagen Sie nicht mal, jetzt plapper doch nicht dazwischen. Und drittens, noch nicht mal der Firm, jetzt plapper nicht dazwischen. Und drittens, also jetzt ich habe schon gesagt, ich rede noch, mein wenn Name... ich rede, dann macht der Krümel auch mal die Schnute zu. So. Ja, Entschuldigung, vielmals. So, soll ich nochmal von vorne anfangen? Ja, also sagen Sie bitte weiter. Ja, erstens, du sagst mir deinen Namen nicht. Zweitens, du sagst mir meinen Namen nicht. Und drittens, du sagst nicht mal den Namen von... Gesagt, hallo, Name hallo, kriegst du das mal irgendwie hin in deine Birne, dass ich mal ausreden kann? Drittens, du sagst mir nicht mal den Namen von deiner Firma. Hallo, nicht dazwischen quatschen. Ja, hallo, ich höre Sie. Ja, wie ist denn der Name von eurer Firma? Natürlich. Ach ja, der Name von Ihrer Firma ist Natürlich. Und Sie sind Herr Account Manager von der Firma Natürlich? Ja. Ah, okay. Das stimmt. Und wer glaubt Ihnen den Scheiß? Also, vertrauen Sie mich nicht? Nee. Warum? Ja, weil das nach Betrug klingt. Also, verstehen Sie, das ist nächste Stufe von Marketing hier. Nee, das ist nächste Stufe von komplett dämlich, was Sie da machen. Das ist doch hirnlos. Kein Name, keine Firma, nicht mal welcher Kunde, das war einfach nur Verarsche. Das ist doch komplett billig. Ja, also das ist mir egal. Also ja, ich verstehe nicht, warum rufen Sie mich an? Nö, ich rufe ja keinen an. Du rufst mich an. Ich habe schon 1000 Mal Ihnen gesagt, löschen Sie bitte meine Daten. Nee. Warum rufen Sie mich an? Sind Sie bescheuert? Hast du irgendwie einen Lattenschuss? Bitte löschen Sie meine Daten. Aber bist du albern? Das ist doch peinlich, was du da machst. So albern. Ist das für Sie lustig, wenn Sie 1000 Anrufe jeden Tag bekommen? Ja. Genau, ist lustig. Mir ist lustig. Kommst halt das mal auf YouTube damit. Ich habe diese Daten nicht hinterlassen. Also bitte, löschen Sie diese Daten. Oh, bist du blöd. Oh Mann, ey, das hat doch keine Intelligenz mehr. Warum wollten Sie das nicht machen? Wisst ihr, ich frage mich manchmal wirklich, wer euch eigentlich ausgeschissen hat oder weiß ich nicht, du musst da irgendwie mit... Warum mit bekomme ich in irgendeiner tausende Anrufe von Österreich, von Großbritannien, irgendwie direkt von Häckslerwerken, von irgendwelchen anderen Länder so und alle diese Mensch, Leute, weiß nicht, die kann mir man sie denn anrufen, so doof sein haben und so eine osteuropäische Akzent. Wie kann man so doof sein und so eine Scheiße von sich geben? Entschuldigung, ich habe nichts gehört, was haben Sie gesagt? Ja. Ich sage Ihnen das letzte Mal. Löschen Sie meine Nummer. Bist du bescheuert? Ich bekomme von Ihnen tausende Anrufe. Oh Mann, bist du dumm. Ich finde das so lächerlich. Werden Sie das machen? Nein, bitte. Ich rufe noch 10.000 Mal an. Also, ich verstehe nicht, also... Ja? Naja, es könnte daran liegen, dass du doof bist. Aber verstehen Sie, das kennen wir ja schon. Diese Daten nicht hinterlassen habe. Ja, genau. Ja. So,
Was werden Sie jetzt machen? Ja, du kannst mir ja 250 Euro oder 500 Euro oder 1000 Euro überweisen. Also ich verstehe nicht, worüber es geht. Ich habe kein Interesse daran. Warum nicht? Aber du sollst mir doch einfach nur Geld überweisen. Da musst du doch gar kein Interesse für haben. Du sollst doch einfach nur die Kohle geben. Wofür ist doch egal. Guck mir ein schönes Auto von oder, weiß ich nicht, ein Dildo oder so für meine Sammlung. Also, ich hab ja so eine schöne Dildo-Sammlung, ne? Die habe ich alle so nach Größe, stehen die bei mir im Wohnzimmerschrank, in der Vitrine beleuchtet. Da sind ein paar aus Glas dabei und ein paar aus Holz. Also wenn ich zum Beispiel 250 Euro jetzt überweise, werde ich keine Anrufe bekommen. Ja, wenn du keine Anrufe mehr bekommst, bist du traurig. Okay, dann müssen wir noch 10.000 Mal anrufen. Also ich werde nur dann 250 Euro überweisen. Guck mal, dein Schnürsenkel ist offen. Ja, also wenn ich wissen werde, dass ich noch keine Anrufe bekommen werde. Ja? Ja, abgemacht? Nee. Ja. Mir ist gestern ein Stück Pizza auf den Boden gefallen. Das liegt da noch. Möchtest du das haben? Ihr nehmt vielleicht ja sonst alles, was kostenlos ist. Nochmal? Ich sage, ihr nehmt ja sonst auch alles, was kostenlos ist. Hey, Wuppenwupp. Ich kann ein Stück Pizza hinterherwerfen. Aber ich brauche nichts von Ihnen. Nee? Nee. Warum nicht? Ja, also, weil ich diese Daten nicht hinterlassen habe. Ich habe daran kein Interesse. Ja, aber warum hast du dich denn eingetragen, Herr Account Manager? Ach, nur hast du dein Mikrofon wohl ausgemacht, oder was? Ist ja schön, da die Musik da bei euch im Hintergrund. Ja, das ist Ihre Musik, dankeschön. Mhm. Ja. Ja. So, wie viel Geld möchtest du denn jetzt investieren? 10.000 oder 20.000? Noch? Wie viel Geld möchtest du denn investieren? In das große Nichts. Hallo, guten Tag. Sie sind verbunden mit einem komischen Telefonanschluss. Hier werden Sie gut Ihre Zeit los und wie auch immer. So, möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch jemanden grüßen? Oder wollen wir noch, weiß ich nicht, wir können zusammen was sehen. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Ich möchte gerne mit Gerald sprechen. Was denn für ein Gerald? Bitte? Was denn für ein Gerald? Michael ist mein Name. Mit wem spreche ich? Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Mit wem möchten Sie denn haben? Herr Gerald. Nee, Herr Gerald gibt's ja nicht. Ist ja ein Vorname. Wie bitte? Ja, Intelligenz ist nicht so, ne? Mit wem spreche ich, Entschuldigung? Ja, mit denen, den Sie angerufen haben. Hallo. Ja. Michael Zer ist mein Name. Ich bin die Kundenberater von meiner Firma und muss ich persönlich mit ihm sprechen. Ja, mit wem denn? Herr Hubschrauber. Ja, Herr Hubschrauber. Mhm. Den haben Sie am Apparat. Ich grüße Sie. Entschuldigung. Also, ich bin die Kundenberater von Bitmoon24, die Handelsplattform. Sie haben bei uns angemeldet. Ja, ein Handelskonto haben Sie eröffnet. Es geht direkt um den Finanzmarkt. Ja, wann denn? Aber Ihr Account ist noch nicht aktiviert, über das ich melde mich bei Ihnen. Ja, ja, also die Theorie mit der Intelligenz, die wird ja immer runder. Wie bitte? Ja, ja, genau, meine ich. Und was meinen Sie? Ja, ja, genau, das hast du schon richtig erkannt. Herr Hubschrauber, geben Sie mir bitte Bescheid, was möchten Sie mit Ihrem Account machen, über das ich rufe Sie an. Den können wir nehmen, den Account, können den in eine Tüte packen, ein bisschen mit rumschleudern und dann gegen die Wand schmeißen. Was meinen Sie? Haben Sie Interesse oder sagen Sie mir einfach nein? Ja, natürlich habe ich Interesse. Okay. Haben Sie bis jetzt Erfahrung im Bereich oder noch nicht? Na, bis jetzt. Also ist ja wie, als würde man auf den Teller kacken und die Kartoffeln zum Warmhalten ranschieben. Meine ich Erfahrung am Finanzmarkt. Ja? Hm. Und wie sieht deine haben Erfahrung Sie? Am Finanzmarkt so aus? Haben Sie? Was? Entschuldigung, habe ich keine Zeit für Spaß. Bitte ein bisschen seriös. Ja, seriös? Wenn Sie Erfahrung am Finanzmarkt haben. Sind Sie nicht seriös oder was? Bin ich. Ja? Habe ich gefragt, weil alles läuft automatisch bei uns. Deswegen, Sie brauchen überhaupt keine Erfahrung am Finanzmarkt zu haben. Die System ist vollständig automatisiert.
Sie haben gefragt, ob das bei Ihnen automatisch ist. Woher soll ich denn das wissen? Wie bitte? Ja, you know. Wie bitte? Habe ich gefragt, ob Sie Erfahrung haben am Finanzmarkt? Weil bei uns, Sie brauchen keine Erfahrung am Bereich zu haben. Ja, ja, gestern, wissen Sie, gestern, als ich mir die Creme aus dem Kühlschrank geholt habe, da habe ich aus Versehen die Senfkube genommen. Herr Hubschrauber, machen Sie Spaß mit mir oder was soll das? Wieso? Hören Sie mich lachen? Über welche Creme? Über was Sie sprechen? Na, ich wollte eigentlich Creme aus dem Kühlschrank nehmen, aber war denn Senf? Mostrig. Herr Hubschrauber, haben Sie Interesse auf unsere Plattform oder nein? Ja, ja, natürlich. Okay, und haben Sie bis jetzt einmal probiert, also Handel mit Währungen oder noch nicht? Ja, ja, na klar, also... Haben Sie gute Erfahrung? Ja, so, ich würde sagen Erdbeeren. Okay, super. Mhm. Ja, finde ich auch super. Bei uns, Sie brauchen kein Experte sein, am Finanzmarkt zu haben. Wie gesagt, alles läuft automatisch. Das merke ich. Ja. Das merke ich, dass man bei euch kein Experte sein Und muss. Wir werden Sie einen Finanzexperten zuweisen. Ja. Ihr Expert hat mehr als 20 Jahre Erfahrung am Bereich und hilft Ihnen mit alles. In welchem Bereich hat der Bitte? Danke. Was haben Sie gesagt? Ja, ich habe Danke gesagt gerade. Akustisch nicht verstanden. Akustisch nicht. Ich glaube, da das liegt nicht an der Akustik. Das liegt an der Intelligenz. Ihr Experte ruft Ihnen einmal pro Woche an. Wie gesagt, er ist Ihnen zu helfen und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung am Finanzmarkt. Ja. Sie können mit ihm über alles sprechen und finden Sie natürlich eine gute Strategie für Ihre Geschäftsplan. Über alles. Wissen Sie, ich habe da so eine Zyste am rechten. Meine ich über alles am Finanzmarkt, das, Herr Hubschrauber. Die Idee da ist, um extra Geld zu verdienen mit Kryptowährungen. Das ist die Idee da. Was ist auch in unserem Interesse. Wenn Sie Geld verdienen, das bedeutet ich auch, unsere Kompanien auch. Okay? Ja, natürlich. Die Mindestbetrag, das Startkapital, ist 250 amerikanische Dollar. Vielleicht das haben Sie gelesen. Das ist aber ein bisschen wenig. Also mit sowas gebe ich mich nicht ab. Das ist mir zu wenig. Was haben Sie gesagt? Na, das, was ich gerade gesprochen habe, das habe ich gesagt. Haben Sie, verstehen Sie, wie viel ist die Mindestbetrag? Das ist mir zu wenig, will ich nicht. Das ist mir, das 230 ja Euro. Ja, aber das ist ja albern. Mit wie viel möchten Sie zu anfangen? Na, unter 50k brauchen wir doch nicht anfangen. Mit, wie bitte? Na, 50k. 400. Nee. Entschuldigung, sprechen Sie bitte am Apparat, ich verstehe Sie nicht. Was? Wie? Ja, habe ich gesagt, sprechen Sie bitte am Apparat. Ja? Und ich habe gesagt, Intelligenz nicht so. Haben du da auch irgendwie intelligente Menschen am Telefon? Oder nur die, die zu nah an der Wand geschaukelt haben? Was meinen Sie, Herr Hubschrauber? Naja, das ist halt so mit der Lufteinströmung, wissen Sie? Entschuldigung, ich muss wissen, dass Sie über 18 Jahre alt sind. Wie alt sind Sie, wenn ja? Ich bin über 18, ja. Mhm. Und wie alt genauso sind Sie? Wie alt sind Sie denn? Ich? Ja. Ich bin 35 Jahre alt. Und so Sie? Alt schon? Ach du Gott, da haben Sie ja schon Falten. Bitte? Da haben Sie ja schon Falten, da sind Sie ja schon total alt. Wie bitte? Ja. Das wissen Sie. Okay, danke. Ja, ja, vielen genau. Dank. Gerne. Und Sie alle genauso sind Sie? Ja, auch so. Herr Hubschrauber, können Sie ein bisschen Sirius sprechen? Weil, ist da noch ein Hausmädchen. Oder Sie möchten mit jemand anderem von meinem Kollegen sprechen? Nicht, ich suche Personal. Also so mit der Intelligenz. Sie möchten nicht mit mir Personal sprechen? Nur, weiß ich nicht. Warum haben Sie sich registriert bei uns? Warum? Ja, wo? Ja. Ich weiß ja nicht mal wann. Wie bitte? Ich weiß ja nicht mal wann. Wann habe ich denn das gemacht? Das war letzten Monat. Ach, letzten Schon Monat. Schon lange steht Ihr Handelskonto eröffnen. Ja. Und da kann ja, doch wir rufen Sie. Und wenn Sie sprechen auf mir, ich kann Sie nicht hören. Nee? Was haben Sie gesagt? Na, Ohren waschen. Mit Wasser und Seife. Dann kommt da vielleicht auch mal was durch. Oder vielleicht mal ein bisschen den Ohrschmalz da aus dem Hörer rausmachen. Dann klingt und es nicht mehr so Sie sind kein dumm. Gentleman. Nee? Oh. Schönes Tag noch. Bleiben Sie gesund. Ja, Sie nicht. Schönen guten Tag. Hallo, wunderschönen guten Tag, Herr Zock, richtig? Ja. Schönen Apparat zu haben. Mein Name Schön ist Alex. Apparat, ja. Schönen Apparat zu haben. Ja, genau. Okay.
Sie sind angerufen werden von Blockchain System. Angerufen werden von Blockchain System. Ah, nett. Blockchains.com. Oh. Sie haben eine Transaktion hier bei unserer Seite mit dem Status Invalid, also eine unbestätigte Transaktion. Was und Ihre das? Profite, dass Sie erhalten sollten früher, ne, mit Online-Händlern, richtig? Oh, weiß ich nicht. Haben Sie früher mit Online-Händlern zu tun gehabt? Was meinen Sie? Wie meinen Sie das? Haben Sie vielleicht früher irgendwo gemeldet bei Online-Händlern, also Online-Investitionen, da wo Sie Profite erhalten wollten? Was ist damit? Profite, vielleicht Sie wollten einen Gewinn zu machen und es hat, Sie haben also keinen Profite bekommen, also von dieses eingezahlt, was Sie gemacht haben früher, ne? Woher wissen Sie das? Das weiß ich, weil ich habe also mit Ihrem Namen eine Wallet-Adresse, wo steht eine unbestätigte Transaktion. Oje, wie heißt denn die Wallet-Adresse? Wie bitte? Wie heißt denn die Wallet-Adresse? Nee, die Wallet-Adresse ist mit dem Status Invalid, also wie gesagt, ne? Was und deswegen das? Steht Ihres E-Mail hier. Ja. Es steht herzog@gmail.com. Ja. Es kann sein, Ihre Broker hat gearbeitet, ne? Ja. Ja. Und hat also Profite für Ihnen gemacht, aber ja. Sie haben also gar nichts erhalten, ne? Vielleicht warum? Das war unlizenzierte Firma. Warum? Ja, und deswegen sind blockiert bei Blockchain-System, ne? Aha, okay. Ja. Und deswegen habe ich Ihnen angerufen, wenn Sie wollen, diese Transaktion freizulassen und Ihre Profite zu erhalten, erstmal müssen wir Ihres Konto verifizieren, also mit einem Dokument von Ihnen, damit wir sicher sind, dass die Profite Ihnen gehört, ne? Na, aber Sie rufen mich doch schon an, also wissen Sie doch, wem die Profite gehören. Ja, also ich habe Ihnen angerufen, weil ich muss auch sicher sein, weil da geht also auch alles schriftlich geschrieben, ne? Aha. Und deswegen sage ich Ihnen, am besten ist das Konto verifizieren, vielleicht Sie können mir nur eines, Sie können mir per E-Mail schreiben etwas oder auch per WhatsApp, senden Sie mir dieses Dokument, ein Führerschein oder Ausweis, damit ich das verifizieren kann und sage ich Ihnen Bescheid. Von wem soll ich denn den Ausweis schicken? Von Ihnen, also. Von mir, aber ich habe doch gar keinen Ausweis. Haben Sie keinen Ausweis? Führerschein haben Sie? Nee. Reisepass? Nein. Dann dürfen Sie nicht von Hause rauszugehen, ne? Weil wenn Sie haben einen Stopp von Polizei, Sie kriegen eine Strafe, ohne Dokumente zu haben mit. Nee. Ja doch? Nee, gibt keine Dokumentenpflicht in Deutschland. Wie leben Sie dann? In meiner Wohnung. Ohne Dokumente. Sind Sie registriert irgendwo in einer, oder? Nee. Das ist nur ein Spaß, also das Sie machen. Für mich ist kein Problem. Ich wollte auch Ihres, also Antwort hören, vielleicht, wenn Sie kein Interesse haben über das. Es wäre auch schneller für mich gehen. Wie wenn wieder? Sie da kostenlos Geld haben, nehme ich das gerne. Mache ich ja hier beim Staat auch immer. Illegale Einwanderer kriegen doch in Deutschland kostenloses Geld. Da gibt's doch Hartz IV gratis. Was benutzen Sie für ein Dokument, bitte? Ja, gar keins. Ich habe mir einfach ausgedacht und dann haben die mich reingelassen. Okay, dann ich werde da diese Transaktion löschen, wenn Sie kein Dokument haben, weil... Aber ich will ja mein Geld. Okay, alles klar. Wann kriege ich denn mein Geld? Wann kommt denn das Geld? Nee, das Geld kommt niemals. Warum nicht? Wie soll kommen? Also Sie sind gar nichts irgendwo gemeldet, ne? Und was machen Sie dann wie mit Sie dem sagen? Geld? Wie? Was machen Sie denn mit dem Geld? Mit dem Geld kann ich gar nichts machen. Leider kann ich auch nicht für mich selber ziehen. Weil ohne Ihre Erlaubnis geht das nicht. Ich erlaube und Ihnen das ja, mir das Geld zu geben. Nein, also deswegen sage ich Ihnen. Was denn? Diese Transaktion, es wird sofort gelöscht von diesem System. Ja, aber weil wo kommt denn wird... das Geld hin? Irgendwo muss ja das Geld dann hin. Das ist ja nicht weg dann. Ist ja noch da. Nee, einfach es wird gelöscht werden, weil da Man sind Profite. Man kann aber Geld nicht löschen. Wie? Man kann doch aber Geld nicht löschen. Was passiert denn mit dem Geld? Die Profite werden sofort gelöscht, ne? Von unserer Seite. Man kann doch das gar nicht löschen. Wie geht es, das nicht löschen? Ja, man kann doch das Geld löschen. Das geht okay. Doch nicht. Geld löschen geht es nicht. Profite zu löschen. Einfach dieses Profite einfach freizulassen. Ja, aber geht ja nicht. Geht ja nicht.
Nee. Okay, dann mache ich es selber, ne? Ich versuche erstmal. Was denn? Lassen Sie meine Arbeit zu machen, bitte. Sie arbeiten? Ja, okay, dann schönen Tag noch. Ich dachte, Sie begrüßen die Leute und versuchen, die Leute zu verarschen. Ich, Leute zu verarschen? Ja, machst du ja. Sie sind selber verarscht. Ja, habe ich, ja. Oh, ist aber schade. Hast du dich verarschen lassen, ja? Wurde der Betrüger betrogen? Oh. Es tut mir leid, ich sage Ihnen nichts über eine Institution. Oh, schade. Was? Haben Sie etwas in den Arsch reingesteckt, oder was? Oh. Dass Sie meinen, Das hast du aber schön erzählt. Hast du das ganz alleine auswendig gelernt, ja? Ganz alleine? Kannst du das schon, ja? Oh. Grüß Ihre Mutter für mich. Oh. Toll. Mensch, da kannst du ganz alleine sprechen, ja? Von hin, ja? Oh. Grüß deine Mutter. Oh. Toll. Mensch. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kott. Wie geht's Ihnen? Der Experte. Glück. Der Experte Broker vom Forbes Trader, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben. Ich wollte Wie heißt er denn dann, der Forex und Trader, wo Hallo, bitte. Wie heißt er denn? Warum reden Sie ja so? Ich rede doch ganz normal. Ich rede ganz normal, du verfickter Hurensohn. Haben Sie eine Anmeldung gemacht. Bisschen. Warum schreien Sie so rum? Warum sind Sie so unhöflich? Sind Sie bestimmt Betrüger? Sie haben eine Anmeldung gemacht, lieber Herr, okay? Ich bin kein Betrüger. Betrüger. Sind Sie ein Psychopath oder was? Hallo hier. Hallo Betrüger. Mit wem? Hallo Betrüger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was meinen Sie damit? Was ist ein Betrüger? Eine Firma Ruinen. Ich bin ein Betrüger. Aber ein Krimineller. Sag nicht so, ich fick deinen Kopf. Genau, deswegen bist du ein Betrüger, weil du eine sehr schmutzige Aussprache hast, sprichst Kakerlakisch, kommst aus irgendeinem Takatuka-Land, wahrscheinlich Indien oder so. Lieber Herr, ich melde mich gerade... Gulliasso. Ich melde mich gerade aus Italien. Nee. Wie ne? Nee. Was sehen Sie in Ihrem Handy? Mit welcher Nummer rufe ich Ihnen an, wenn Sie sagen nee? Nicht mit Italien. Mit welcher Nummer? Du rufst mit einer niederländischen Nummer an. Ja, wissen Sie warum? Ja, weil du mit illegalem Spoofing anrufst. Also mit geklauten Telefonnummern. Nein, doch. Jetzt, bitte. Eine doch. Sekunde. Eine Sekunde. Lass es mich zum Sprechen, bitte. Nee. Weil wir haben Filiale in Deutschland, Österreich, Nein. Niederlande, du hast Frankreich. Keine Filiale in Deutschland. Wie haben wir keine? Wir haben unsere Filiale in Berlin. Was sagen Sie bitte? Nein, du okay, musst doch wo nicht haben lügen. Sie das Anmeldung gemacht? Ja ein eine Sekunde. Ein haben Lügner, Sie das Anmeldung in Facebook gemacht oder nein? In Facebook? Ja. Guck mal, du musst ja einen Haareschaden haben, wa? Ja, weiß ich, dass Sie in Facebook angemeldet sind. Nee. Schauen Sie jetzt, weil unsere Werbung kannst du finden ja in Amazon, Facebook, Instagram. Nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht bei Amazon, bestimmt nicht bei Facebook und bestimmt auch nicht okay, bei Instagram. Okay, gehen Sie bei Amazon und schauen Sie, da kommen unsere Werbungen, du Kleine. Ja. Der Kleine, bist du hier. Du bist ich hier bin, der Kleine und ja, du bist auch unintelligent. Und außerdem, und soll ich dir noch was sagen, du bist ein hier. Sohn einer Freudenhausangestellten. Lieber Herr, jetzt schauen Sie. Reden Sie ja ganz... Es geht nicht mehr aus, um das zu verarbeiten, stimmt's? Da haben wir schon wohl alles abgeschaltet, wa? Und gleich rastet der Böller aus und schreit ein bisschen rum. So wie die Betrüger das immer machen. Und dann weiß er, was die Eltern alle beruflich machen und dass du pädophil bist und nekrophil, das wissen wir auf jeden Fall. Das wirst du uns ja spätestens gleich zum Ende des Gesprächs noch verraten. Keine Stress, oh Herr. Was soll ich machen, dass ich Ihnen beweisen kann, dass wir keine Betrüger sind? Es gibt keine Beweise, du bist ein Betrüger und bleibst. Sie sind so ein lustiger Mensch, aber Sie wollen mir gerade ja verarschen, oder? Natürlich, deswegen habe ich ja die Anmeldung gemacht, um dich zu verarschen, um irgendjemanden zu verarschen und seine Zeit zu verplempern. Aber funktioniert ja, ihr ruft ja immer wieder an. Und bei euch im System gibt es bestimmt noch heute wieder 1000 neue Anmeldungen, weil ich habe gerade wohl meine Telefonphase. Dann habe ich wohl der Betrüger so ein bisschen. Oh Herr! Eine Sekunde, verfickter Hund! Okay, weißt du, redest so viel!
aber ich der Hund. Was soll das für eine Unterhaltung, wie Sie reden? Das, ich habe dich nur nachgemacht, weil deine Sprache ist ganz grausam. Okay, wenn Sie verstehen, ich meine... Ich kann vernünftig Deutsch sprechen. Meine Sprache ist keine richtige Deutsch, ich weiß doch selber das. Das... Wenn Sie haben ein bisschen Gehirn rein in Ihr Koffer, dann merken Sie das sofort. Natürlich, ich bin kein Deutscher, ich... Natürlich, oh, ich bin kein Deutscher, weil ich kann nicht Sie wie eine Kartoffel sein. Weil ich kann hier... Du kleine Bastard! Du kleine Bastard! Ich fick deine Mutter! Ich fick deine Mutter! Weil ich auch gesund bin und komplett. Hast du deine Mutter gesund oder ist sie alt wie du? Ja, ich glaube, deine Mutter muss ja ein bisschen nah an der Wand gestanden haben, als sie schwanger war. Okay, haben sie eine Schwester? Während der Geburt, wo sie dich ausgepresst haben, als sie beim Schaukeln waren. Bist du dabei schon? Was fick der Hund? Anders geht doch gar nicht. Weil deine Hund ist ja, weiß ich nicht. Unterernährt, so wie du dich benimmst. Wollen Sie Einzahlung oder nein? Na, als bestimmt. Bei dir werde ich ganz viel Geld einzahlen. Richtig toll. Dann lutschen Sie meinen Schwanz. Was? Kein Stress. Das ist ja eklig. Du bist ja ungewaschen. Das mache ich ja gerne. Du bist ja auch eklig und ungewaschen bist du auch. Und Mund, Juli, hast du... Wenn Sie mich sehen, ich würde es Ihnen, dass deine Schwester wird verliebt. Weißt du, warum ich dich auslachen werde? Weil ich der Erste bin, der dem schön voll in den Nüsse tritt. Das, was du so machst. Weil du bist ja so ein richtiger, abartiger Mensch. Ja, mir ist egal, scheiße, mir egal, du was du bist aber ein abartiger Mensch, du bist, weiß ich nicht, ekelhaft, weil du willst ja die Menschen bescheißen. Du beklaust Menschen ich um Geld. Wo ist mein du Fehler hier? Geld. Eine Sekunde. Ich kann dich richtig sprechen, ich bin einfach zu doof dafür. Oh, Hurensohn, eine Sekunde. Hurensohn, ich kann nicht sprechen. Ich bin einfach minder bemittelt. Und ich bleibe dir einfach, Leute, die ich anrufe und ausrauben will. Da bin ich einfach auch noch so dumm und beleidige die alle, damit ich auch keinen guten Ruf irgendwie behalte. Und ich bin ja sowieso so eine Kakerlake, dass ich nur Kakerlakes kann. Oh. Ich fick deine Mutter, deine Schwester. Ja, ganz genau. Was anderes fällt dir gar nicht ein, weil dein Gehirn zu klein ist. Und dann jetzt die Frage, wollen Sie einzahlen oder nicht, du kleiner Bastard? Ich na, bestimmt werde ich bei dir einzahlen, du minderbemittelte Vollbürger. Du bist ein Mann, ich werde deine Schwester... Weißt du, was ich denke? Du wirst als Kind zu oft einem Strohhalm gelutscht haben. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Hubschrauber. Grüße Sie. Ja. Ich bin Andreas Bochmann, ich rufe Sie bezüglich Ihrer Gemini-Anmeldung. Mhm. Sie waren auf unserer Werbungsseite. Sagen Sie mir bitte, was hat Ihnen am meisten gefallen? Die bunten Bildchen. Wann waren das? Das war heute. Ach so. Gemini. Können Sie sich daran erinnern? Ja, so ganz dunkel. Und nun? Was machen wir jetzt? Haben Sie schon Erfahrung in dieser Branche gesammelt? In welche genau? Mit Handel, mit automatischen Programmen. Ja, bis jetzt noch nicht. Erklären Sie mal ein bisschen genauer. Nehmen Sie sich mal die Zeit. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit uns anzufangen. Der erste ist mit einem Fachmann. Und die zweite mit einem automatischen Programm, die Sie verdienen kann. Okay. Klingt gut. Mit welcher Möglichkeit möchten Sie anfangen? Welche Möglichkeit ist denn der beste? Wenn Sie keine Erfahrung haben, denke ich, mit Fachmann ist es besser. Mit Fachmann? Okay, warum? Genau. Er kann Sie in diesem Bereich studieren, auch zeigen, wie alles funktioniert, dass Sie sich besser in diesem Bereich fühlen können. Aha, okay. Und Sie haben eine Möglichkeit, in unserem Bereich mit 250 Euro Ihre Handelskonto aktivieren. Okay. Sie möchten mit dem mindesten Betrag anfangen? Was gibt es denn da für einen maximalsten Betrag? Millionen weiß ich nicht. 1.000, 2.000, es hängt von Ihnen. Je mehr haben Sie Kaufkraft, je mehr haben Sie Möglichkeit, Positionen zu öffnen und auch Ihren Profit zu vergrößern. Okay. Das ist gut. Für welches Betrag haben Sie sich entschieden? So, weiß ich nicht.
Kann ich nicht so aus dem Stegreif sagen. Also das, was da am sinnvollsten ist, würde ich nehmen. Na, wenn Sie keine Erfahrung haben, kann es Sinn mit dem mindesten Betrag anfangen. Okay. Haben Sie eine Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Nee, die sind mir letztens runtergefallen. Und dann waren die kaputt, ist durchgebrochen. Wie wurde das passiert? Das ist einfach runtergefallen, ist durchgebrochen. War bestimmt so eine billige Karte. Ja, ich denke, ich verstehe nicht ganz, aber okay. Okay, können Sie dann mit einem Online-Überweisen Ihren Handelskonto bestätigen? Bestimmt. Haben Sie Online-Banking? Ja. Super, dann ich schicke Ihnen auf Ihre E-Mail-Adresse. An welche denn genau? Gerald von Hubschrauber @mdsspan.de. Nee, CC, nicht SS. Genau, Cäsar, Cäsar. Ja. Super. Wie Kleopatra. Kleopatra auch, kann sein. Ja. Einen kurzen Augenblick. Habe ich Ihnen geschickt? Die Kleopatra jetzt, oder was? Auf Gerald und Hubschrauber at mdccfan.de. Ach so, das ist schön. Öffnen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Sehen Sie meine Nachricht? Noch das nicht. Das ist Gemini-Anfrage. Nee, ist nicht da. Okay, können Sie das erneut einladen? Mach ich nochmal zu dann, ja? Mach ich nochmal zu. Sind Sie schon bei der E-Mail-Adresse? Da bin ich schon. Super. Öffnen Sie meine Nachricht. Keine Daumen. Okay. Gerald und Hubschrauber. Martha, Dora, Cäsar, Cäsar. Friedrich-Uwe-Nordpol.de. Ja. Und dort sollten Sie eine Nachricht erhalten für die Bankdaten für Ihre Handelskonto. Okay. Können Sie das gerade öffnen? Ja, ja, kann ich machen, aber ist noch nicht da. Weil ich habe Ihnen schon von 4 Minuten zurückgesendet. Ja, aber ist nicht da. Haben Sie nur eine E-Mail-Adresse? Ja. Laden Sie die Seite erneut, wo Sie das bekommen haben. Ja. Thank you.
Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Trüger. Ibinaip. Ihr Vorname ist Ibinaip. Ja. Aha, korrekt. Dankeschön. Sie haben bei uns Bestellformular ausgefüllt zum Produkt Erythron Aktiv. Ah ja, genau, richtig. Die Schwanzpelz. Für die männliche Gesundheit. Haben Sie jetzt die Zeit? Kein Problem. Natürlich habe ich jetzt Zeit. Natürlich. Dankeschön. Wie alt sind Sie? Brauchen wir das? Wie viel? Brauchen wir das? Ja, ja. Warum? Welche Probleme möchten Sie lösen? Wir haben verschiedene Programme, Behandlungsprogramme deswegen. Na, da stand drin, wenn man die Pillen nimmt, dann pöbelt man wie drei Kerle. Ab 40 Jahren bei den Männern, es gibt Mangel an Testosteron. Das ist ein wichtiges Hormon für die Männer. Mhm. Und wenn Sie diese Kapseln einnehmen werden, Sie werden Testosteronspiegel steigern. Auf diese Weise werden Sie sehr gute Ergebnisse erhalten. Potenz stärken, Geschlechtsverkehrsverlängerung werden Sie verlängern und so weiter. Aha. Was Erektion und Libido anbetrifft. Deswegen so wollten wir das wissen, in welchem Stadium. Haben Sie keine Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel Prostatitis? Ja, einige Kunden haben Prostatitis und dieses Mittel ist auch ein gutes prophylaktisches Mittel in diesem Fall, ja. Mhm. Das ist ein Naturprodukt und wir empfehlen 3 Kapseln pro Tag einzunehmen. Folgenderweise 2 Kapseln nach dem Mittagessen, eine dazu nach dem Abendessen. Insgesamt 3 Kapseln pro Tag. So, das ist ein innovatives Mittel, ja, wie gesagt, naturelles Mittel, hilft viele Probleme mit männlicher Sexualität, erektiler Dysfunktion zu lösen. Dank der synergistischen Wirkung natürlicher Komponenten sorgt das Produkt für eine kräftige Durchblutung in den Schwellkörpern des Gliedes, was eine dauerhafte Erektion bringt, die Dauer des Geschlechtsverkehrs verlängert und die Empfindlichkeit beim Geschlechtsverkehr erhöht. So ist es. Bei der regelmäßigen Anwendung verbessert sexuelle Funktionalität, verjüngert den Körper und wirkt positiv auf die Ausdauer und das Nervensystem auch, ja, was heutzutage besonders wichtig ist. So, Herr Erdrüger, dann ich werde Ihnen unsere Sonderangebote nennen und Sie sagen mir Bescheid, welches Programm möchten Sie heute nutzen. Kleinste, für einen Monat Behandlung, 2 Packungen plus eine bekommen Sie dazu gratis, kostet 103 Euro. Für 40 Tage, besser Standardprogramm, ja, 3 Packungen plus eine gratis, 125 Euro für 40 Tage. Sie werden bessere Ergebnisse dann für längere Zeit erreichen und Sie werden keine Versandkosten bezahlen. Wirksames Programm für 2 Monate Behandlung besteht aus 6 Packungen, 3 gratis, 150 Euro, keine Versandkosten. Also, wie möchten Sie, welches Programm möchten Sie heute bestellen? Das Beste. Ah? Das beste Programm. Für 2 Monate. Ja. Günstiger, ja, und wirksamer. Sie wohnen in Deutschland, dann nächste Woche, Anfang nächster Woche, wir arbeiten mit der UPS-Kurierdienst in Deutschland an Ihre Adresse. Dann nennen Sie bitte Ihre Postleitzahl. 12055. Moment, 12 0 0 55. Wie heißt Ihre Straße, bitte? Das ist die Braunschweiger Straße. Oh, wissen Sie? Oh, Hausnummer 35? Nee. Nein? Wieso? Schweiger. Wir haben heute... Hat er schon mal einer bestellt? Ja. Aha, wer denn? Vielleicht kenne ich den ja. Moment, Peter, Braunschweiger Straße. Ja, wir haben schon diese Adresse heute gehabt. Vor kurzem. Wer war das denn?
Moment, jetzt kann ich Ihnen das nicht sagen. Ja, kann ich schon. Einen Augenblick, bitte. Ja, einen Moment, bitte. Vor kurzem. Aha. Peter Zauberfee. Nee, den kenne ich nicht. Nein, aber er hat diese Adresse auch genannt. Braunschweiger Straße, Hausnummer 35. Aber da wohne ich ja nicht. Ach so, und Ihre Adresse? Also auch die Braunschweiger Straße, aber 104. Aha. 104. 4, ja? Mhm. Ist korrekt. Ja. Gut, dann Herr Trüger. Sie werden nächste Woche 6 Packungen erhalten. Prima. An Ihre Adresse und Sie bezahlen 150 Euro. Mhm. Und die Rechnung liegt dann dabei? Oder? Nein, per Nachname gerade beim Erhalt. Mhm, okay, das kriegen wir hin. Ja? Mhm. Passt. Ja. Gut. Und nicht vergessen, 3 Kapseln pro Tag einzunehmen, 2 nach dem Mittagessen, 1 dazu nach dem Abendessen. Das steht ja sicherlich auch nochmal auf der Packung. Ja, natürlich. Mhm. Prima, prima. Gut, gut. Dann schönen Tag, schönes Wochenende. Mhm. Alles klar. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, bitte. Ja. Guten. Hallo? Ja, wie kann ich denn helfen? Spreche ich da mit Herrn Martin? Das ist mein Vorname. Ja, genau. Also, ja. Ich rufe Sie gerade von Bitcoin System und ich wollte Ihnen ganz kurz ein paar Fragen stellen. Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Ja, Amazon und eBay, gebrauchte Sachen verkaufen, das ist Onlinehandel, richtig. Nein, das ist etwas anderes. Nee, Sie sind da ganz toll. Das ist eine falsche Information. Onlinehandel ist etwas anderes eigentlich. Amazon, das alles, was Sie genannt haben. Gebrauchte Sachen verkaufe. Es geht nicht über gebrauchte Sachen, sondern über Onlinehandel, wenn ich das online mache. Dann handle ich ja mit der Ware. Ja, Sie handeln mit der Ware, aber es ist nicht nur über Onlinehandel. Onlinehandel, aber naja, ein paar Sachen, was Sie sagen, sind ein bisschen falsch. Ich wollte Ihnen das genauer erklären. Na, dann erklären Sie mal. Weil es geht hier nicht um gebrauchte Sachen, das ist etwas anderes. Also Onlinehandel hat zu tun mit verschiedenen Investitionen in der Börse, in der verschiedenen Finanzinstrumente. Das nennt man dann Investition, aber nicht Onlinehandel. Das ist man Investition. Investitionen, aber auch Onlinehandel, weil ist das, das ist ein etwas eine Sache, die man online macht und das ist halt Handel. Onlinehandel ist, wenn ich bei Amazon etwas im Onlinehandel gekauft habe. Oder auch bei eBay oder Otto oder keine Ahnung, was da so alles gibt. Aber das nennt man Onlinehandel. Das, was Sie erklären, ist was anderes. Das ist Finanz. Es kommt drauf, wie Sie es nennen. Also manche nennen das Trading, manchmal Investitionen in der Börse, manchmal Onlinehandel. Ja, genau. Onlinehandel ist ja falsch. Ja, aber manche Kunden, die sprechen, nennen es Onlinehandel und ich sage ihm immer es Onlinehandel, weil vielleicht können sie es besser verstehen als Trading oder Investitionen an der Börse. Damit versteht man es doch denn falsch, wenn Sie das falsche Wort dafür benutzen. Also, ich will das euch auch erklären, genau. Also, es geht nicht um das Wort, sondern um Informationen darüber zu haben. Ja, aber wenn es darum geht, Informationen darüber zu haben, dann verwirrt man doch nicht mit falschen Wörtern. Also, wie nennen Sie das? Investitionen an der Börse? Ja, genau. Okay, dann sehr schön. Ich sage es Investitionen an der Börse. Wissen Sie, was das ist, wie das funktioniert? Haben Sie mal schon investiert? Ja, also so ein bisschen wissen tue ich, wie das funktioniert, ja. Aber investiert habe ich noch nicht. Nee, habe ich noch nicht vor.
Okay, dann. Also wir machen zurzeit eine Kampagne über Investitionen an der Börse, weil wir haben auch sehr gute Signale in dem Markt gehabt, ne? Also wir haben. Was ist denn das für eine blödsinnige Aussage? Was hat denn das zu tun mit Signale am Markt? Das ist ja so verwirrend, das passt ja gar nicht zueinander. Doch, denn das hat doch zu tun. Signale in der Markt. Also das ist ein großes Markt. Aber das also, hat doch da mit dem Angebot zu tun. Mit was hat das zu tun? Ja, die Signale vom Markt sind Hinweise, wie sich der Markt entwickelt, aber das hat ja nichts mit einem Angebot an sich zu tun. Das ist ja total verwirrend. Werden Sie mich bis zu Ende bitte hören? Dann können Sie es besser auch verstehen, ne? Ja, wenn Sie aber von Anfang an ja schon falschen Satzbau einbauen und nein, das ist keine falsche Satz, weil ich sage das nicht nur mit Sie, auch mit anderen Kunden, ne? Und ach Sie Gott, sind die Einzigen, die einfach so sprechen. Verbreiten Sie die Fehlinformationen bei anderen Menschen auch noch? Nein, das ist keine falsche Information, weil das ist meine Arbeit. Ich habe Erfahrung in diesem Bereich. Und Sie sicher haben keine Erfahrung in diesem Bereich. Und Sie geben mir, machen Sie sich, als wären Sie schlau. Was ist das denn? Naja, aber wenn man Ihre Argumentation schon in den ersten Sekunden komplett zerlegen kann, dann hat es was mit schlau zu tun, ja. Also Sie denken, dass Sie schlau sind. Und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie mal schon investiert? Nee, gar nicht, ne? Na, woher wollen Sie das denn jetzt so einfach wissen? Also... Sie können ja nicht einfach irgendwas vorausstellen und dann davon ausgehen. Ja, okay, sagen Sie mir und erklären mir das bitte, was Sie wissen, wo Sie gehandelt haben. Nee, das muss ich Ihnen ja nicht erklären. Ja, weil Sie sicher keine Erfahrung haben. Ach so, und das schließen Sie denn daraus gleich? Also völlig die falsche Schlussfolgerung. Wie bitte? Ja, genau. So denke ich auch die ganze Zeit, wenn Sie was sagen. Ich habe Ihnen nicht gehört. Ja, weil Sie es nicht hören wollen. Aber das, was Sie da erzählen, ist ja Quatsch. Das hat ja nichts mit Investitionen zu tun. Mit was? Dann was hat es zu tun? Ja, das, was Sie da sagen, ist einfach nur verwirrend und hat mit nichts zu tun. Das ist einfach nur verwirrend. Aber nicht. Denken Sie, dass ich das sonst mache? Ja, das ergibt auch wieder keinen Sinn, was Sie da gerade gesagt haben. Das ist ja grammatikalisch total falsch. Das war kein Satz. Okay, ich bin nicht hier, dass Sie mir lernen, wie ich sprechen soll, okay? Naja, aber warum rufen Sie denn in Deutschland an und können aber kein Deutsch? Das ist nicht euer Problem. Ach so, das ist nicht mein Problem, ne? Aber schon, Sie rufen ja auf meiner Leitung an, also wird es ja zu meinem Problem. Sie machen es ja zu... Ja, guten Tag. Hallo, schon guten Tag, so Herr Steiner. Wie kann ich denn behilflich sein? Bitte, so, mein Name ist Timo Tassel und ich melde mich von FCA, Regulationsbehörde, Herr Steiner. Und wissen Sie, was FCA ist? Ja, dass die nicht aus Deutschland ist, die Behörde, ja. Bitte? Ja, ist keine deutsche Behörde. Ja, das ist mir, normalerweise haben sie Aufsitz in London, aber haben wir auch Filiale in Baden-Württemberg, ja? Nee, das ist ja Quatsch, da hat die FCA kein Büro. Nicht, wir sind nicht Büro, wir sind internationale Behörde. Internationale Behörde. Nee. Und die Behörde schützt die Kunden, die schlechte Erfahrungen haben mit Onlinehandel. Und mit uns haben wir die Möglichkeit, das verlorene Geld wieder zurückzuholen. Ja, wie habe ich denn da die Möglichkeit? Bitte, so Herr Steiner, also haben Sie so mit Erfahrung mit Onlinehandel. Na, warum rufen Sie denn jetzt genau an? Weil unsere Behörde hat eine Liste mit Kunden, die schlecht erfahren oder Geld verloren haben mit Onlinehandel, Trading, Kryptowährung und so weiter. Aber da macht ja Ihre Frage nach meinen Erfahrungen keinen Sinn. Wieso? Haben Sie keine Erfahrung oder? Das macht ja keinen Sinn, die Frage zu stellen, wenn Sie die Antwort schon wissen. Mhm. Ja, es ist ein Protokoll, deswegen sage ich so. Ich sage es Ihnen Entschuldigung, wenn ich so gefragt habe, ja? Mhm. Ja. So, und weiter jetzt? So, weiter. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, damit Sie das haben, Sie, ja, ich habe so eine Frage gestellt erstmal, so wegen Ihrer Erfahrung. Ja, da habe ich Ihnen ja schon eine Antwort zugegeben jetzt. Mhm. Ja, ne, wir haben keine Antwort. Sie haben sofort eine neue Frage. Ja, die Antwort war, wenn Sie die Antwort selbst schon wissen, warum fragen Sie dann die Frage nochmal? Ja, aber ich weiß nicht, was für eine Erfahrung. So, wie viele Erfahrungen haben Sie? Sie rufen an, weil haben Sie schlechte Erfahrungen. Und deswegen rufen Sie ja an, sagen Sie. Und dann macht doch aber die Frage danach keinen Sinn mehr, wenn Sie die Antwort vorher selbst Ich erzähle Ihnen jetzt. So, sagen wir so.
Sie sagen zu mir zum Beispiel, ich habe so schlechte Erfahrungen. Die Frage ist, wie viel haben Sie da so eine schlechte Erfahrung mit? Wie viel Geld haben Sie Investitionen gemacht und wie viel verloren haben? So ganz kurz und klar. Ja, aber das müssten Sie doch als Behörde dann wissen, wenn Sie genau aus diesem Grund ja anrufen. Wir haben so tausende Kunden, so wir können so nicht alle so rechnen. Deswegen fragen wir auch klar, besten steht ja dann nochmal von Anfang. Datensatz. Entschuldigung. Das macht ja gar keinen Sinn, was Sie da erzählen. Ach so, macht keinen Sinn. Okay, kann ich das leiten bei unserer Behörde, kann ich das auch sagen, ja, dass das keinen Sinn ist, ja? Okay? Ja, genau. Gut. Und jetzt kommen wir wieder ins Frage. Herr Steiner, haben Sie Erfahrung, was für eine Erfahrung? Ja, aber ich habe Ihnen doch jetzt mehrfach geantwortet, dass diese Frage keinen Sinn ergibt. Mhm. Herr Steiner, schießt du eine E-Mail bei Ihnen mit E-Mail-Adresse lautet gerold.steiner@mdzzfun.de, ja? Mhm. Stimmt? Ja. Ja, was ist damit? Wenn Sie ein Interesse haben, wenn ich weiß, Sie bei mir zu, wenn Sie Interesse haben und an Ihren, was sage ich, wenn Sie schlecht erfahren, Sie sagen auch überhaupt nicht, aber ich sage nur, wenn Sie schlecht erfahren und Geld verloren haben. Haben Sie kein Interesse? Gut, das ist erledigt. Ja, wozu soll ich denn Interesse haben? Dann müssen Sie mir das mal erklären. Sie, ich weiß doch gar nicht, was ja, Sie ich erkläre das. Ja, ich erkläre, aber Sie machen so nur eine neue Frage. Wenn ich weiter mit der Antwort, Sie, ja, so Sie gehen sofort an eine neue Frage, dann bitte? So funktioniert Kommunikation. Wenn ja, Sie aber sagen, nicht, damit ich ja, aber nicht, dass ich, was ich sagen sollte, dass Sie mich nicht ausreden. Ja, deswegen sage ich auch. Das macht ja wieder keinen Sinn, was Sie so sagen, aber okay. So, worum geht's denn jetzt eigentlich genau? Was möchten Sie denn? Also, ja, jetzt kommt wieder die Frage, das meiste hätten Sie am Anfang so gesagt, aber jetzt sagen Sie zuletzt. Okay, so, wie gesagt, Herr Steiner, wenn Sie schlechte Erfahrungen haben, was für eine schlechte Erfahrung haben, wie viele Geld, ob zum Beispiel, sagen wir so, bei Investitionen verloren haben, wir geben die Möglichkeit, damit Sie das Geld finden und wieder zurückzuholen können. Das ist ja Quatsch. Ganz gut. Das ist ja nicht Aufgabe von FCA. Das ist nicht die Aufgabe. Okay, wie ist das Aufgabe von unserer FCA? Ja, die Marktregulierung. Mehr ist es nicht. Es ist nichts anderes als die BaFin. Mhm. Ja, meinen Sie so? Das meine ich nicht, das weiß ich. Das weiß ich. Haben Sie Erfahrung mit FCA? Man kann mit FCA keine Erfahrung haben, weil die mit privaten Leuten nichts zu tun haben. Demzufolge ist der ganze Anruf hier Blödsinn. Entschuldigung, Sie haben geredet über den FCA. Haben Sie eine Erfahrung mit FCA? Ja, man ja, kann mit meine FCA Frage, keine bitte. Erfahrungen haben, habe ich doch jetzt gesagt. Ja, aber wo wissen Sie über FCA? Wo wissen Sie das? Ja, haben Sie doch gesagt, dass Sie von FCA anrufen. Nein. Sie haben gesagt, FCA funktioniert das nicht. Ich weiß es nicht. Wie funktioniert FCA, Herr Steiner? Ja, sagen Sie mir doch, bitte. Sie rufen doch angeblich von der FCA an. Glaubt Ihnen zwar keiner, aber haben Sie ja gesagt. Entschuldigung, machen Sie kein Spiel bitte. Sie haben Sie gesagt, so funktioniert, haben Sie mich gezeigt, so funktioniert ja. FCA. Dann sage ich Ihnen, wie funktioniert. Das ist eine Regulationsbehörde. Haben Sie in der keine Zeit Behörde, sagen Sie mir, die Leute das ist, anruft. Machen Sie kein Spiel bitte mit dem Wörter. Das, ich habe auch ja, keine Zeit, weil ich Leute habe auch viele Kunden. Ja, funktioniert ja, denn deswegen der rufe ich. Ja, sagen Sie einfach, okay. Was Sie sagen sollen, aber nicht so eine Spielerei zu machen. Das ist, ja, aber Sie sind ja nur ein Betrüger. Kinderlich. Bitte? Sie sind doch nur ein Betrüger. Ja, das ist ein Beleidiger. Ja, dann wenn Sie das als Beleidigung sehen, aber es entspricht ja den Tatsachen. Demzufolge ist es nicht als Beleidigung gedacht, sondern als Tatsache. Als nicht gedacht, aber so haben Sie auch gesagt. Und dann, wieso ja. Das verstehen jetzt? Naja, dass Sie ein Betrüger sind und sich mal lieber einen anderen Job suchen sollten. So sollen Sie das verstehen. Ach so, ja, finden Sie mir eins. Ich soll Ihnen einen Job finden. Na, so sieht's aus. Wenn ja. Sich beim Arbeitsamt ja, haben die Sie werden ja. Ihnen schon helfen. Ach so. Ich bedanke mich. Ich bedanke ja. Mich für deine... Bitte für deine, ja. Ja, gut. Ja, aber hören Sie okay. Auch mit so kriminellen Sachen. Das ist nicht schön. Ja, danke schön auch. Mhm. Ja, sicher. Das ist ja. Auch gut. Mhm. Ja. Und was für Arbeit meinen Sie, Herr Steiner, wenn ich fragen darf, was ist mein Beruf? Ja, das dürfen Sie nicht fragen. Geht Ihnen nichts an. Das erzähle ich Ihnen nicht. Mhm. Danke schön auch. Bitte schön. Gut. Bitte schön. Tschüss, Herr Steiner. Ich wünsche Ihnen auch und viel Erfolg in Ihrem Leben, ja? Ja, das habe ich. Ja, gut. Das freut mich. Das freut ja, mich. Es ist selten in dieser Welt, in heutigen Tagen, ja? Ja. Tschüss. Ciao. Winke, winke. Das war's schon mit unserem Hörspiel. Die Kakerlaken-Party ist zu Ende. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern einen Daumen nach oben da.
Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.